Du hast nicht die leiseste Ahnung. Der Brite Hudson Smith hat immer noch einen kleinen Vorsprung auf Kevin Borlée. Der versucht ranzukommen in der Kurve und er kommt näher und näher, Kevin Borlée. Und Melko ist auch noch dran. Kommt Borlée vorbei am Briten, setzt jetzt zur Überholung an. Gleich auf sind sie, Kevin Borlée. Er ist vorne, der Brite gerät ins Stolpern und Belgien ist Europameister. 4x400, wie schon 2012. Sie sind wieder zurück, die Borlées gewinnen zusammen mit Vatrin die Goldmedaille für Belgien vor Polen und dann Großbritannien. Hudson Smith, der ist da richtig eingegangen.